plätschern, aber nicht mehr lang. Und 2 Stunden später sind wir auf der Insel. Zweitwichtigste Aufgabe nach dem Einkommen: Einkaufen. Lachs, Gemüse, Bananen. Vor 3 Stunden waren wir noch in Deutschland. Und siehe da, schwuppdiwupp, Frühstück mit Meeresblick. Ist der Weg? Ein Bike besorgen. So. Und? Nichts Besonderes, aber ein Bike. Wo geht's hin? Oh, Hilfe! Kaum im Urlaubsort angekommen. Und was macht ich? Ich stehe in der Küche. Ruckzuck fertig. Für meine Kleine. In dem Lachs. Und frischem Gemüse. Und zur Feier des Tages Wasser mit Kohlensäure. Maximum Gym in Calaracciata, welche Straße? Avenida America Nummer 7. Also, und da gehen wir jetzt trainieren. Das Ganze mit sensationellen Meeresblick. Direkt nach dem Training geht's ab in den Pool. Mache ich jetzt gleich. Komm mal hin. Als Zellefizierende. Schau's mal hin. Müssen wir die anderen legen. Also spreizen Sie mal ein bisschen mehr die Beine. Genau. Ein bisschen mehr Rennfahrerhaltung. Kommen Sie mal. Genau so sieht es gut aus, Frau Walter. Hervorragend. Hopp! Gleich geht's zum Shooting Coraline Badebikinis am Cala Aguia in Calaracciata. Natürlich mit dabei Mr. T, aber nicht im Bikini. Sportart, und zwar Zumba ist out, jetzt kommt Bumba. Bumba. Frühstück. Sind zwar jetzt insgesamt 3 Löffel drin, aber ich weiß gar nicht, wem die 2 Löffel gehören. Das Beste an dem Ganzen hier ist, dass wir den Pool ganz für uns allein haben. So schnell sind ein paar Tage vorbei. Ratzfatz. Und ich habe immer so 2 penetrante Fans, die mich verfolge seit 10 Tagen.